Habt ihr meine kleine Puppe gesehen hier? Ja. Nein. Heute nicht frisiert, aber war ein bisschen auf Tour. Wir haben zwei kleine Kinder heute Abend hier. Ne? Kennst du die Puppe? Kennst du Heidi? Ja, das ist die Heidi-Puppe. Und zwar, die hat ein Kuttenbein. Machen wir ganz schnell reparieren. Und danke, Dr. Tisch. Und als ich klein war, Heidi war mein absolut Superstar. Ja? Wir hatten kein Fernseher zu Hause. Also blieb mir nichts übrig, als zur Nachbarin zu gehen. Jeden Mittwochnachmittag durfte ich zur Nachbarin Heidi gucken. Das war der Highlight der Woche. Und so geschah es, dass ich in diesem Alter eine Heidi-Puppe bekam. Eine neue Puppe, was für uns der Welten war. In großen Familien geht man immer alles weiter. Schuhe, Puppen, alles. Aber, die Heidi-Puppe hatte ich natürlich bei mir im Bett immer schön. Eines Tages komme ich rein. Ich meine, ihr kennt meine Brüder, Jim und Joel, oder? Joey heißt mittlerweile der Kelly. Kennt jeder vom Fernsehen. Also Jim und Joey, meine Puppe war im Bett. Ich komme in mein Zimmer rein. Was sehe ich? Meine Puppe hat keinen Kopf mehr. Ich ging natürlich weinend zu Papa. Mein Vater sofort, ohne zu zögern, holt Jim und Joey hier sofort. Und so geschah es, dass Jim und Joey 3 Tage und 3 Nächte die Puppenkopf sucht, die hatten das irgendwo begraben. Das ist die Geschichte der Puppe. Und so habe ich eine Puppe jetzt von Fernsehen bekommen, aus Spanien, die haben das geschickt, sehr, sehr lieb, aus den 70er Jahren. Okay, aber die nächste Station von Baskeland gingen wir nach Italien. Papa wollte uns unbedingt Rom zeigen. Und damals haben wir so ein Auto. Das war für dich, Gregor, ne? Wir hatten einen VW-Bus, genau so sah er aus, blau und weiß gestrichen, mit all den Fenstern hier vorne. Und wir waren damals, ich glaube, 10 oder 11, ich weiß es nicht mehr. Und in diesem kleinen Wagen reisten wir nach Rom. Wir kamen dort an, parkten direkt vor dem Kolosseum. Eine Stunde später kamen wir zurück, war alles geklaut. Außer die Instrumente zum Glück. Und so begannen wir zum ersten Mal auf die Straße zu singen. Und diese Reise, die nur 2 Wochen lang sein sollte, wurde 4, 5 Jahre. Die Nachbarin blieb zu Hause zurück mit dem Schlüssel. Das nächste Lied ist ein italienisches Lied um diese Zeit.